Wir kommen nun zu Java Server Pages, auch abgekürzt als JSP. Sie sind eine leistungsfähige Alternative zu PHP. JSP kann als, ich sag mal, dokumentzentrierte Anwendung von Java auf Basis eines Servlet-Containers definiert werden. Dokumentzentriert heißt dabei, dass wir auf das HTML-Dokument als erstes schauen und das bauen. Das bedeutet, dass wir den statischen HTML-Code und die dynamischen Anteile, die zum Beispiel dann durch Java verändert werden, in einer Datei pflegen. Sehen Sie die Einordnung nochmal hier. Der Code zur Dokumenterzeugung ist im Dokument selbst und das Programm ist durch den Servlet-Container am Server relativ gut integriert. Alternative Technologien, die von den Prinzipien das Gleiche machen, sehen Sie hier. Django, Rails und PHP. HTML-Dateien, die so gebaut sind, also die Java für dynamische und HTML für statische Dokumentbestandteile enthalten, sind sogenannte JSP-Dateien. Hier ist mal ein ganz einfaches Beispiel. Der Java-Code wird direkt hier reingeschrieben. Hier sehen Sie ihn. Und wenn Sie jetzt diese Seite aufrufen, da geschieht im Hintergrund ein paar Schritte, nämlich die Erzeugung eines Servlets. Das Servlet ist dann in der Lage, eine HTML-Seite zu bauen, die genau das kann. Aber wenn Sie das aufrufen, dann bekommen Sie das hier zu sehen. Lassen Sie uns das mit dem Hello World Servlet nochmal vergleichen. Diese HTML-Datei hier leistet das Gleiche wie das Servlet, was wir eben programmiert haben. JSP ist jetzt Technologie, um aus diesem Code, den wir hier sehen, direkt das passende Servlet zu bauen. Wenn ein Webserver also auf eine JSP-Datei stößt, schaut er, ob diese JSP-Datei sich verändert hat seit der letzten Servlet-Generierung. Wenn ja, baut er on the fly ein Servlet hierfür, integriert es in den Container, lässt das Servlet ausführen und das Servlet erzeugt dann die HTML-Seite, die dem User angezeigt wird. Das Servlet, was gebaut wird, habe ich mal hier verlinkt. Man erkennt sehr gut hier unten, wo das Dokument gebaut wird. Im Kern macht dieses generierte Servlet das gleiche wie unser Servlet hier. Ist ein bisschen allgemeiner und automatisch generierter Code. Sieht deswegen etwas aufwendiger aus. Aber im Kern ist es genau das gleiche. Diese aufwendige Technologie würde natürlich für statische Seiten wie Hello World gar keinen Sinn machen. Sie spielt ihre Power auch in anderen Zusammenhang aus. Und das Beispiel kommt jetzt. Wir wollen eine einfache Webseite bauen, an der man sich anmelden kann, sozusagen mit seinem Namen registrieren kann. Zu einer solchen Registrierung gehört dann ein Formelement, was wir hier sehen, wo man seinen Namen angibt. Und dieses Formelement, das hat einen Action-Button. Und über diesen Action-Button wird jetzt ein Servlet aufgerufen, was die Registrierung überprüft. Und Sie sehen, dieses steht hier keine URL von
einem Servlet direkt da, sondern es steht eine sogenannte JSP-Datei da, eine HTML-Datei mit Java-Code. Und tatsächlich verweist dieser Aufruf auf sich selbst, auf diese Datei hier. Die heißt nämlich auch registration.jsp. Denn diese Datei, das werden Sie gleich sehen, ist in der Lage, die Registrierung durchzuführen. Wir stellen uns im Augenblick mal vor, dass die Registrierung okay ist. Dann soll ausgegeben werden, Ihre Anmeldedaten sind und dann Ihr Benutzername. Was noch fehlt, ist die Verarbeitungslogik. Im Okay-Fall die Ausgabe und im Nicht-Okay-Fall soll die Registrierung erneut geschehen, also der Name erneut angegeben werden. Und diese Logik, die ist jetzt auch in dieser Datei untergebracht, nämlich an diesen Stellen hier. Hier, hier und hier. Die einzige Überprüfung, die wir machen, ist diese. Falls der String nicht ausgefüllt wird oder leer ist, dann soll die Anmeldung nochmal angefragt werden. Und ansonsten sollen die Daten ausgegeben werden. Also Sie sehen hier den kompletten Verarbeitungscode, auch wenn es jetzt ein einfacher ist. Und für beide Fälle den Erstaufruf, noch nichts ist eingegeben oder was Falsches ist eingegeben, dann erfolgt der Anmeldebildschirm. Und angenommen, die Anmeldung hat geklappt, dann erfolgt die Ausgabe. Und weil alles zusammen ist, ist natürlich auch sehr einfach die Logik und den Ausgabecode zu pflegen. Wir haben also nicht die Verarbeitung getrennt woanders verglichen mit Programmen, die außerhalb liegen und mit einem HTML, mit einer HTML-Seite verknüpft werden. Hier ist eben alles zusammen. PHP macht genau das Gleiche und wurde auch für diesen Zweck entwickelt. Hier sehen wir aber erstmal Java in der Rolle von PHP. Ich wiederhole nochmal, die Technologie wird realisiert über Servlets. Aus dieser HTML-Seite wird on the fly, das geht sehr schnell, deutlich unter einer Sekunde, wie sowas harmlos ist, ein Servlet gebaut. Dieses Servlet wird in den Container geladen und ausgeführt. Und das geschieht auch nur einmal, solange sich diese Datei nicht ändert. Wenn die Datei sich ändert, wird das erkannt vom Container und vom JSP-Prozessor. Und das Servlet wird erneut erzeugt und aktualisiert. Man braucht sich also nicht um die Programmpflege und das Deployment zu kümmern. Hier ist das Beispiel in der Ausführung. Es hat geklappt. Geben wir mal nichts ein. Sie sehen, ich muss erneut meinen Namen eingeben, solange bis hier was steht. Hier sehen Sie nun die ganze Verarbeitungslogik wieder im Sequenzdiagramm. Wir als User fordern ein Dokument an, erstmal ein statisches. In diesem Dokument ist jetzt eine Sache auszufüllen. Wenn wir einen Action-Button betätigen, rufen wir eine bestimmte JSP-Datei auf. Diese wird vom HTTP-Server als solche erkannt und einen Servlet-Container weitergereicht. Und der Servlet-Container überprüft dann, ob diese Klasse schon existiert. Und das geschieht dadurch, dass hier
ein JSP-Prozessor aufgerufen wird und eventuell die Servlet-Klasse erzeugt wird, wenn sie eben noch nicht im Container war. Nach der Erzeugung wird sie initialisiert und aufgerufen und gibt als Ergebnis das HTML-Dokument zurück. Das HTML-Dokument wird also hier von dem Servlet gebaut. Der Servlet-Container, wie vorhin, gibt das HTML-Dokument an den Server zurück, der wiederum an den User. Was Sie hier unten sehen, ist die Bezeichnung des entsprechenden Protokolls IoT13. Ist das Protokoll, das zwischen HTTP-Server und Servlet-Container abläuft. Wenn Sie diesen Ablauf mit dem Aufruf eines Servlets vergleichen, dann sehen Sie, es ist eine Stufe der Komplexität noch dazugekommen, nämlich der JSP-Prozessor. Also der Prozessor zum Verarbeiten von Java-Server-Pages. In der nachfolgenden Bemerkungsfolie sind noch ein paar Details genannt, zum Beispiel die Angabe der JSP-Datei gar nicht notwendig hier. Falls Sie da nichts angeben, wird die Datei selbst als Programm verstanden. Wenn man schon Java so leicht in HTML-Seiten benutzen kann, kann man das noch ein bisschen Syntaktik schubbern, sage ich mal. Und es gibt noch ein paar Konzepte der JSP-Technologie, die sich lohnt, kurz kennenzulernen. Die sind nicht kompliziert, die machen es noch eleganter und einfacher, komplexe Webseiten dynamisch aufzubauen. Ich gehe dabei nur auf die Java-Konzepte ein. Was wir eben benutzt haben, war genau das hier. Wir haben Code in spitze Klammern mit Prozentzeichen eingegeben und dieser Code wird direkt Teil der JSP-Service-Methode. Im Hello World-Beispiel sieht es dann so aus. Hier ist die JSP-Service-Methode und hier ist dann die Dokumenterzeugung. Das ist Java-Code, der aus der JSP-Datei für Hello World direkt erzeugt worden ist. Damit man in einer HTML-Datei noch weniger Java-Code sieht, gibt es sogenannte Java-Expressions. Die sind mit kleinen Zeichen Prozent oder dem Gleich gekennzeichnet. Da wird dann direkt das Ausdrucken mit erledigt. Ich gebe mal gleich ein Beispiel. Auch dieser Code wird Teil der JSP-Service-Methode. Und dann gibt es noch die sogenannten Declarations, die mit kleiner Zeichen, Prozent und Ausrufezeichen sind. Dieser Java-Code ist außerhalb der JSP-Service-Methode. Alle drei Konzepte sind hier mal demonstriert. Oben ist ein HTML-Dokument zu sehen, genau gesagt eine JSP-Datei, also ein HTML-Dokument mit Java-Code. Pur HTML ist noch das hier. Und dann kommt der klassische Java-Code, der in die Service-Methode geht. Der Code, der in die Service-Methode geht, wo der Ausdruck automatisiert ist. Und dann noch Code, der außerhalb der Service-Methode liegt. In dem generierten Servlet spiegelt sich das wie folgt wieder. Der eigentliche HTML-Code wird einfach nur ausgedruckt. Für den String-User-Request-Java-Code wird übertragen, da muss gar nichts hinzugefügt werden. Der wird literal Code der Service-Methode. Das ClockGetDayOfMonth, da wird das OutPrintLine hinzugefügt und ein String erzeugt. Sie sehen, das hätte man auch direkt in Java schreiben können. Das ist eben das, was ich als Syntaktik-Sugar hier bezeichne.
Und dann wirklich eine wichtige Konzepterweiterung. Wir haben die Möglichkeit, Code außerhalb der Java JSP Service Methode unterzubringen. Hiermit schließt unser erster Teil zu Servertechnologien. Ich habe Ihnen für diesen Teil die entsprechenden Quellen zum Nachlernen und Nachschlagen wieder hier zusammengefasst. In der nächsten Unit geht es weiter mit PHP und ich wünsche Ihnen alles Gute.